Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu, wie heißt das Spiel nochmal? Ich hab's vergessen. Resident Evil 5. Immer wieder gerne. Ja, letztes Mal ein kurzer Part, aber wir hatten den El Gigante gehabt. Oh, da habe ich mich an Resident Evil 4 erinnert. Ja. Ich mag El Gigante als Gegner. War ich wirklich. Vor allem, der war auch recht einfach. Ja, wir hatten auch ein paar MGs und so, ne? Ja, okay, Kapitel 3.1. Wir sind jetzt in den Marshlands. Oh, müsste eigentlich eine meiner Lieblings-Cutscenes kommen. What happened to your plot? Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Das ist mein Lieblingscharakter. Albert Wesker? Ja. Ja, gut, okay. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then we've been trying to track him down. Then a few years ago we got a tip from a reliable source. Das ist übrigens ein DLC, das wir auch spielen können. Ich hab auch die Goldmission. Können wir auch machen, wenn du willst. Ja, können wir nach der Story irgendwann machen. Ja. Oder zwischendurch, keine Ahnung. Ja. Wesker! Bester Charakter. Ja. Oh. Er hat sich ein bisschen verändert seit dem ersten Teil, nehme ich an. Und ich weiß auch warum. Der hat nämlich aus Resident Evil 4 die Probe bekommen. Da hat er sich nämlich, glaube ich, initiiert, glaube ich. Alter! Wesker, beruhig dich doch mal! Das ist so eine geile Cutscene. Ich weiß. Mein Gott! No! Oh. Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. Ich weiß nicht wieso, aber als sie dieses Gebäude darunter gefallen sind, da muss ich immer irgendwie an die Szene von Yu-Gi-Oh! Denken, wo irgendwie, keine Ahnung, wo Bandit Keith irgendwie Pegasus irgendwie bedroht hat und der so eine Falltür aktiviert hat und dann dann da runtergefallen ist. Ja, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, aus welchem, diese Cutscene, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Resident Evil Teil das stammt, ich weiß es einfach nicht mehr. Kam das in irgendeinem Spiel mal vor? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr genau in welchem. Du hast gesagt, in Resident Evil 4 kommt der da überhaupt vor? Ja, aber halt nur in Ada's Separate Ways. Da kam Wesker tatsächlich vor. Okay. Also er war halt nicht selbst am Geschehen dabei, aber er war zu sehen zumindest. Okay. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Na, zum Glück ist er jetzt tot, ne? Glaubst du das wirklich? Ich hab das Spiel gespielt, Master. Also. Daniro, ich weiß auch. Ich weiß es auch. So, Kapitel 3.1, das Marshland. Wenn ich mich nicht irre, kann man hier irgendwo die faulen Eier auch bekommen. Faulen Eier? Ja, die man für das Archiv mit braucht. So. Habe der Bestie auf oben. Okay, erstmal nochmal ein bisschen an Steuerung gewöhnen. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Wir sind sofort hier im Dings hier gestartet mit so einem MG. Ja. Muss erstmal wieder gewöhnen. So, und ich sollte mal jetzt hier rausfinden, wie ich hier umschalte. Leiche eines BSAA-Agenten, eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Bericht.
Oh, ein Käfer. Interessiert mich nicht. Ich bin hier um zu töten. Ja. Gut umschauen in diesem Level, weil hier gibt's eine Menge Sachen zum Sammeln und was weiß ich nicht alles. Ich weiß, das ist auch eins der Kapitel, warum man sich halt echt umschauen muss. So, warte mal. Ach, M, okay. So, hier gibt es glaube ich nichts, was wir machen können bis jetzt. Warum sind wir überhaupt hier? Na, ja, weil wir hier angedockt haben. Und nicht, dass wir hier das öffnen können. Okay, dann kommen wir weiter. Ja. Wir sammeln die drei Tafeln ja nicht ohne Grund. Ja. Warte mal. Mal mit dem Scharfschützengewehr hier. Ich sehe ja von hier auch schon was. Nö. Zu sehen? So. So. Wer will fahren? Fahr du. Okay. Also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir können während der Fahrt tauschen. Bin mir nicht sicher. Ja, wir können mit B tauschen. Okay. Ich habe die Karte offen. Wo gehen wir als erstes hin? Die Karte sagt, wir sollen da oben links hingehen, aber ich sag, wir gehen erstmal woanders hin. Ja, wer vielleicht echt nicht so verkehrt. Ja. Du kannst, ich würde einfach mal sagen, du kannst besser fahren als ich. Dann fahren wir mal hier durch. Wir sind wieder hier im Zombies Revier. Moment mal, sind ja keine Zombies. Nein, das sind Infizierte. Ja, das sind Magenies. Sind wieder hier. Die Magenies hier. Oh, hier geht's gar nicht rein. Wo hast du? Ah, warte mal. Da ist grünes Kraut. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Warte mal. Ich muss mal kurz tauschen. Ich habe noch genug Platz. Ja. Hab ich gar nicht gewusst. Bring mich näher ran. Okay. Sehr gut. Tauschen. Wusste ich gar nicht, wenn man den Kraut finden kann. Ich hab's gerade nur zufällig gesehen. Ich kann mich nicht umdrehen, wenn ich stillstehe. Bitte. Bitte zum Schutz von uns beiden. Nein, mach ja keine Scheiße. Ich doch nicht. So, mit euer Leben angekommen. Hey. Kontrollpunkt. Ich weiß, dass hier glaube ich auch eine Menge Gegner auf uns warten. Oh ja. Also wir werden definitiv einige Sachen verpassen, weil ich glaube, man kann die an bestimmten Orten irgendwie so anlegen. Ja. Dann gibt es irgendwie Schätze, die man finden kann. Ja, versuchen wir einfach alles das einzusammeln, was wir auch finden. Ja. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir sowieso nicht alles finden. Oh, da kommen sie. Ja, was willst du denn? Ich habe meine Pistole voll aufgeballert im Schaden. Kannst mir gar nichts. Wo ist er? Oh oh. Bleib dir mal weg. Oh oh. Bleib mal weg. Bleib mal weg. Ein 1,50 Meter Abstand. Marshall, könntest du mal kurz hier hinkommen? Was und, gibt's denn? Kannst du mal da gucken, was da passiert? Okay. Okay, bin nicht nur ich, okay. Sag mal, ein Spiel glitscht hier rum. Au! Aua! Das hat weh! Oh nein, bist du ja. Ich komm. Das ist gerade nach. Meine Pistole dringt da nicht durch. Doch, da bist du. Oh, der ist tot. Hast du ihn abgeschossen? Ja. Okay. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Au. Das war Schaden, den ich auf mich genommen habe.
Danke. Oh, die Gegner halten schon ein bisschen mehr aus. Ja, I know. Hier. Hier ist der Nero. I noticed. Muss mal wieder mit meiner Pip-Puff schießen. Du bist ja schon beinahe tot. Ja. Ist MG Munition. MG. Wo denn? Ist sie da irgendwo? Ah, da liegt sie ja. I'll take it. So, irgendwo ist ja noch einer. Oder oh, hier ist noch ein bisschen Kleingold. Kleingold! Oder 3 oder 4 oder 5 oder 6. Hör die. Wo seid ihr? Ja. Da. Hä? Oh ja, hallo! Hallo, ja, tschüss. Ja, es tut uns leid, dass wir einfach so euren Grund und Boden betreten. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Der findest du nicht? Ja. Drei grüne Vase. Eine Vase. Mein Drang, sie kaputt zu machen, war mal wieder zu stark. So, gibt überhaupt was? Ach, du hast so einen Teil eingesammelt. Okay. Ja, ich hab, Nee, das ist das doch, ja. Hier ist noch was. Was? Aha. Tafel des Kriegers. Also haben wir jetzt zwei Tafeln. Ich glaube, wie viel brauchen wir? Drei? Ich glaube ja. Ich glaube, dann haben wir noch gar nicht gefunden, wo wir hin müssen. Lade nach. Kannst mich heilen vielleicht? Wäre das möglich? Ja. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas. Also den einen Schatz habe ich schon eingesammelt. Ich kann die zwei grünen Kräuter verbinden. Ja. Oh, ich habe drei Stück. So. Ich verbinde mal eben zwei grüne Kräuter. So, thanks. Much appreciated. Come on. Okay. Come on. Hurry! Ho! Go! Dann sind wir ja fertig. Oh. Go! Ach ja, warte mal. Go! Thanks! Come on! Wait! Thanks! Aber ich will hier noch eben ein bisschen umgucken. Ah, ne, aber ich glaube, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, Kontrollpunkt. Hm. Okay. Du zuerst. Na, dann mal wieder raus. Ja. Wohin geht denn jetzt die Reise, Daniro LP? Warte, Moment. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hm? Warte mal zurück. Also, ich konnte gerade was einsammeln. Oder irgendwann im Baum oder so. Ja, ich glaube schon. Da. Ein Käfer! Ich hab einen Käfer eingesammelt! Wow. Jetzt kannst du so ein Käfersammler werden. Okay. Oh, oh. Warte mal, Moment mal! Du hast ein Snipergewehr, ne? Ja, aber sicher doch! Okay. Bam! Nicht so viel wackeln! Oh Gott! Ja. Oh Gott. So, die sind down. Haben wir noch welche? Da ist noch einer. Auf der linken Seite. Von der Wand, wo du gerade warst. Ja. Got it. Okay. Da oben ist noch einer. Im Turm. Wirf deine Munition auf den. Genau, das mache ich. Ich glaube, ich habe ihm die Rübe weggeschossen. Okay. Ne? Und dann sage ich so, das war ich nicht. Das war der Wind. Lade nach. Okay. Hey, warte mal. Da ist was im... Tisch. Ist der Weg. Wir haben es ein bisschen eilig. Hast du die echt über den Haufen gefahren? Hm. Oder nicht, ne? Ja, ne? So, lass mal gucken. Hier ist zwar nichts. Da. Oh. Oh. Warte mal. Kannst du mal die abschließen?
Chips daneben. Werden doch nicht ohne Grund nicht da so sein. Ah, Mist, es wackelt. Nicht so viel wackeln, sonst kann ich nicht gut zielen. Ja, manchmal muss ich halt ein bisschen ausweichen. Ich weiß. Ich weiß, und ich machte dafür auch keinen Kopf. So, ist verurteile dich das. Sind auch noch welche? Wo denn? Ah, da. Aber daneben. Ja, aber Moment, hat so lange gedauert. Ist halt explodiert, ey. Es ist nicht so, dass solche Sachen im Wasser immer langsamer explodieren. Ja, nur noch 8 Schuss. Oh ja, warte auf. Oh ja. Wie kann das überhaupt explodieren? Es ist im Wasser gewesen. Oh, halt mal hier. So, sieht doch schön aus. Meinst du? Ich weiß, was das ist. Jetzt kann ich. Warte. Ich glaube, ich weiß es auch. Ist hier nicht irgendwie ein ganz besonderes Tier hier drin? Eine Giraffe, ja. Eine Giraffe! Ja. Ich rede jetzt eigentlich von einem anderen Tier. Kannst du das da? Welches denn? Das da? Siehst du halt nicht? Ja. Ja, ich meine dieses da. Hallo, Mr. Krokodil. Hallöchen, Mr. Krokodil. Oh, das ist noch eins. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt erledigen können. Doch, stimmt. Ich hab keine Schrotmunition mehr. Oh, da ist ein Schatz. Käfer. Oh, noch ein Käfer. Aber hier ist irgendwo noch ein Krokodil. Ich glaub, da ist es. Okay, oh, links von uns auch. Ja, ich glaube, der will auf mich. Ja. Kollege, ich will ja nur ein bisschen in diesem Pool schwimmen, okay? Oh Gott. Ja, dieser Pool ist für alle da. Das ist ein bisschen nah. Aufpassen. Das macht doch nichts. Das will doch nur spielen. Das möchte doch nur kuscheln. Und wir alle wissen doch, was wir aus Krokodilen machen, ne? Ja, Steak. Das war eins erledigt. Wir machen nicht. Der Witzige ist eigentlich gesagt, dass wir eigentlich hier wegrennen, ne? Aber irgendwie, ich habe jetzt echt Bock, das Krokodil umzubringen. Es ist tot. Okay. Da ich glaube, hier ist noch eins. Dabei hinterlassen? Nö. Ne. Komm, jetzt lassen Sie mal weitergehen, bevor sonst noch was schief gehen kann. Ja. Ah, ich hab's gesehen. Mal gucken, ob hier was auf dem Boot ist. Ich meine, irgendwann war auf dem Boot. Habe ich aber nicht erinnert. Ich gehe mal hier rein. Ah, hier sind noch zwei Krokodile. Warum sind die so viele Krokodile? Ich dachte, hier wäre noch irgendwie was. Komm einfach hoch. Ich bin nur auf Schatzsuche, ja. Entschuldige uns. Oh, hier ist ein Rotkraut, endlich. Also. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ah. Da wollte ich gar nicht. Die am Fliegen sind jetzt nicht abfließend. Ja, ne? Ja. Will ich. Die Menschen sehen aus wie Idioten. Hier ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Ich nehm's mit. Okay. Ich glaube, ich esse das auch mal direkt. Oh. Für die Proteine. Proteine. Wollte ich eigentlich heute auch noch essen. Hab mich dann aber für was anderes entschieden. Vielleicht hast du es ja schon gesehen. Was, Proteine? Nein, was ich heute gegessen habe. Habe ich in Discord reingepostet, was ich gegessen habe. Ja, ich hab's gesehen. Das war ganz schön lecker. War es jetzt nur ein Brot oder war es ein Sandwich? Das war ein Sandwich. Okay. Das war ein Ciabatta. Ah. Ist aber auch ein Brot. Ja. Ein italienisches Brot. Ja. Italien? Mamma mia. Also ich habe die Tafel eingesammelt und ich glaube, dass es immer noch nicht alles ist. Gibt es 4 Tafeln? Weiß ich nicht. Wir müssen erstmal einen Ort finden, wo wir die alle einsetzen müssen.
Ja. Wo bin ich jetzt, oder war ich irgendwie in dem Boot irgendwas? Anscheinend nicht. Aber das. Irgendwas war da im Wasser gerade am Platschen. Wahrscheinlich ein Käfer, oder? Oder ein Krokodil. Käfer. Käfer. Sammler. Käfer sind riesig in diesem Spiel. So, dann wieder zurück. Ja. Nice. Jetzt will ich nicht in einem Boot. Das ist überhaupt unser Boot. Ja. Ich habe jetzt echt keinen Bock, mich mit den Krokodilen zu fighten. Oh Gott. Auch wenn man daraus lecker Steak machen kann. Und gute Handtasche. Okay, das war einfach. Ja. Weißt du noch, wie wir darüber mal geredet haben? Ja. Bin ein riesiger Fan von Gucci. Ja, und auch Lacoste. Ja. Also wenn es darüber mal wieder kein Best-of gibt, dann weißt du auch nicht weiter. Ich meine, wir machen hier den größten Quatsch aller Zeiten. Allein die Tatsache, wie oft wir schon im ersten Kapitel draufgegangen sind. Mal schauen. Oder auch die lustigen Glitches, die es gerade gegeben hat. Allein das ist es schon wert. Ja. Na, gucken wir mal, was hier ist. Ding dong, palim palim. Ja, wir sind da. So, auf der Schrotflintenmunition. Wäre echt nicht schlecht. Ja, falsch ist. Thanks. Thanks for the help. Ich hab zwei Schüsse. Kultur? Kaputt. Ja. Also wir brauchen K startet. Kaputt. Zerstören. Schaden. Mal rein. Munition. Oh! Handgemenge. Jetzt kommen die damit? Okay. Ja. Arken Knieschwinger. Ja, wenn wir gegen so dicke Leute kämpfen, wie ja dieser eine mit dieser Axt in dem ersten Kapitel. Ja. Da gibt es auch ein Achievement. Wenn einer von uns einen Nahkampfangriff macht und der andere danach Nahkampf macht und dann wieder die erste Person noch einen Nahkampfangriff macht, dann gibt es wieder. Oh. Weil man kann so eine Dreier-Kombo machen, wenn wir so abwechselnd hier so eine, das ist ja nice. Dings machen. Also unkoordiniert, wie wir im Kampf sind. Er ist immer noch heiß. Wofür er wohl benutzt wurde? Das sind Kannibalen, nein, Kinder. Kannibalen, sag ich dazu. Oh, da war sogar was. Ach, was wollte ich gerade mitnehmen? Ich hab nur aus Spaß. Ich hab nur aus Spaß zerstört. Ei. Er ist kalt. Wahrscheinlich wurde er lange nicht benutzt. Der ist kalt, der andere war warm. Was denn? Körper? Hier draußen. Das hier. Das scheint wohl so eine Art Ofen zu sein. Ah. Nein. Oder einfach nur ein Ding. Oder eine Toilette. So. Ich glaube, da oben ist ja die letzte Tafel Schokolade. Und da hängt ein Hühnchen. Die armen Hühnchen. Die konnte man noch essen. Oh. Ich soll mich also ein Speer mitnehmen, ey. Ja, ne? Mehr alles. Ich meine, mein Speere sind ja auch in Fire Emblem ja auch so eine Sache. Ja. Wärst du denn so? Oh, wärst du ein Lanzenträger oder wärst du ein Schwertkämpfer? Schwertkämpfer. Ich auch.
Da kommt ja was drin. Da kommt er, glaube ich, nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen vorher raus. Wusste ich gar nicht. Ich wollte es auch nur mal eben gesagt haben. Was? Oh, Junge. Ja. Ah, zum Glück bin ich hier oben in Sicherheit. Da also, sieh mal einer an. Ich schieß mal die ab, die da kommen. Das. Da bist du. Nein, der ist ausgewichen. Aua. In der letzten Sekunde. Ich hab da keinen Billig. Das. Keiner kommt da gar nicht weiter. Der kommt gar nicht an die Wand vorbei. Was? Der steckt da oben in der Wand fest. So, den hab ich. Da hinten ist auch noch einer. Wir kommen gar nicht da durch. Das ist super. Komm mal hoch. Bring mich mal hier oben noch hin. Außer da kommen noch welche. Aua, der hat mich geboxt. Am Boxing zurück. Sehr gut. Hab ich gerade. Da kommt noch mehr. Und jetzt habe ich in den Schritt geschossen. Oh nein. Nein. Nein, ich muss weg. Ich muss nachladen. Oh. Thanks. Oh. Meine Kniescheiben weg. Oh, ich gehe jetzt langsam zur Neige mit meiner Munition. Lade nach. Oh nein. Wie geht's? Ja, nein, ich wollte ihn eigentlich treten. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh nein, der ist noch am Leben. Nein, das brauche ich nicht. Warum ist der noch am Leben? Hinter dir! So. Oh, danke. Ich brauche Muni. Hinter dir? Nachladen. Okay, jetzt reicht's. So, jetzt reicht's. Oh Mann, ich wollte jetzt gerade eine Granate werfen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ja. So, warte, schenk mich hier noch hoch. Hier gibt's noch was. Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Hier! Ein Götze. Ein Götze? Mario. Gut. Götze. Ich wollte mit meiner Snipergewehr immer ein bisschen scouten, aber ich habe keine Munition. Also jetzt, wenn ich hier was finden würde, würde ich ja gar nicht abschießen. So. Hm. Gott, ich hab nicht bekommen, so. Läuft ja super. Hier. Nochmal weiter. So, waren wir schon ganz oben links? Ah, nee, nee, ja. Ups, nein, ich war. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. So. So. Gehen wir mal. Hier. Oder waren wir hier schon? Ne, da ist noch ein. Da ist noch ein Huhn! Das heißt, wir haben noch nicht Zerstörung hier angerichtet. Wir müssen Zerstörung anrichten. Das Feuer ist noch nicht ganz erloschen. Man kann es wohl noch benutzen. So, mal einen Kelch mitgenommen. Granate. Das ist eine Vase!
Mein Drang, sie zu zerstören, sie war zu groß. Natun ist in mein Messer reingelaufen. Blüht noch. Er hat die wohl benutzt. Wofür? Aua! Aua, das Huhn hat mich gepickt! Du gerade geschlagen genommen? Ja, das Huhn hat mich gepickt! Ich habe gerade Schaden durch das Huhn bekommen! So! Jetzt habe ich. Die machen ja echt Schaden. So minimal. Ja, die picken dich einfach. Kannst du mir etwas Pistolenmunition geben? Ich hab nicht. Ja, genau das. Ja. Genau dafür. Ich hab's gerade getan, bitteschön. Dankeschön. So, ich dachte, wir würden ein paar Eier hinterlassen. Oh, da, hier sind Eier. Zwei Stück. Wer sind du? Ich bin da oben. Hier, warte mal. Ich geb dir mal was. Was? Hier ist ein Ei. Du kannst meine Granate haben. Ja, komm, essen wir ein Ei. Proteine! Oh. Immer noch. Ich hab da nur ein HP oder so. Da noch ein Ei. Ein Huhn. Ich höre noch, wie etwas lebt hier. Ich dachte, wir würden Eier hinterlassen, wenn man die erledigt. Oh, Käfer. Oh, ein Käfer? Yeah, Käfer. Können wir ganz gut verticken. Das ist ein ziemlich altes Boot. Sieht nicht gerade sehtisch aus. Da ist doch ein Huhn. So ein Hund. <Sehr gut. lacht> So, wir kamen. Wir sind angekommen. Wir haben alles getötet. So muss das. Ja. Ja, jetzt bin ich dick. Jetzt kommen wir wieder. Ich auch. Ja. Dieses Bild mit diesem toten Hühnchen in dem Hintergrund. Ja. Yeah. Und das? So. Hast du was gesehen? Come on. Irgendwas, hier explodiert doch irgendwo was. Ja. Den, da bildet den ein. Das ist normal in dieser Region wahrscheinlich. So, hier wollen wir noch hin. Hier gibt es auch was Schönes. Da kannst du einsammeln. Ich darf es einsammeln. Okay. Mhm. In den Koffer. Da. Da muss er hier rauf, glaube ich. Oh, achso, okay. Okay. Go! Ohohoho! Ja. Danke, danke sehr. Ein Raketenwerfer. Den man aber nur einmal benutzen kann. Ja, ich weiß. Der alles one-shotten kann, wenn ich mich irre. Ja. Damit habe ich in Resident Evil 4 mal den zweiten Hauptboss einfach gewonshottet. Das sollst du vielleicht noch ein bisschen aufbauen. Ich würde da so lange einlagern irgendwann. Ich weiß. Müssen wir irgendwann mal nicht weiterkommen oder so. Keine Ahnung. Ich denke, ich weiß, für welchen Boss ich den einsetzen werde. So. Ich hoffe, wir aussteigen. Kein Boot irgendwas. Alter. Oh, da ist was. Ja. Oh ja. Geh mal rein. Immer so ein kleines Bad, ne? Hast ja nichts dagegen. So. Käfer. Nein. Käfer. Ich wollte eigentlich den Käfer einsammeln. Oh. Ein Kelch. Was? Irgendwas ist da gerade rein. Fallen. Hallo? Oh nun? Wissen du? Bleiben wir noch da drinnen. Ach so. So, hat er alles eingesammelt? Ja, ich habe den Kelch bereits eingesammelt. Ja, dann können wir ja wieder gehen. Sonst nichts mehr? Nein. Na gut, dann können wir ja wieder gehen. Ja, dann gehen wir wieder. So.
Muss ich auf der Karte gucken. Ich glaube, wir waren überall, ne? Denke mal, ja. Bei die Audi-Karte offen? Ja, habe ich. Okay. So, und ich glaube, die Idee in dieser Level ist es eigentlich, dass man erst hier hingehen soll und dann gucken soll, oh, was müssen wir als nächstes machen, aber... Aber wir wissen es doch schon irgendwie, dass wir die vier Wappen einsammeln müssen. Ja. Ich will auch. Als wir dieses eine... Ja? Dieses amerikanische Spiel auf so Kinderplätzen mit dem Ball am... Also ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, wie das heißt, aber... Hast du schon mal Disneys große Pause gesehen? Da haben die halt auch... Ja, natürlich, natürlich. Habe ich damals natürlich geguckt. Oh. So, Tafel des Schamanen wurde eingesetzt. Du bist dran. Tafel des Hauptvogels. Die Tafel des Kriegers. Tafel der Bestie. Das Tor wurde aufgeschlossen. Indem diese vier Elemente feind wurden. Der Avatar war. Ja. Sieh das an. Oh mein Gott. Level geht doch schneller vorbei, als ich gedacht hätte. Ja. Ich hätte jetzt... Warst du das oder war ich das? Oh. Ich war es nicht. Nein, mit dem Vogel. Aha. Oh mein Gott, was... Ach, da oben! Moment mal. Da siehst du, wer uns abknallt? Ja. Oh. Jetzt macht es nicht mehr. Es ist ja kein Abknallerer mehr. Ja. Warte, bekommen wir hier nicht auch noch eine neue Waffe? Weiß ich gar nicht. Ja. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Okay. Ja, oh. bekommen wir hier nicht eine Magnum? Das wird ja ziemlich schmerzhaft. Ja, da ist die. Kannst du haben. Ich bin nicht so ein Fan von Magnums. Ich habe keinen Platz mehr. Dann, keine Ahnung, gib mir Gewehrmunition oder so. Bringt sowieso nichts, wenn ich die Waffen einsammle. Ich habe die ja schon alle freigeschaltet. Von daher. Okay, teilen wir uns auf und so suchen nach Zeug. Ja. Hier ist die Magnum. Wo die Vögel sind. Ja, wo die Vögel sind. Wo die Vögel sind. Immer den Vögeln nach. Ja. Na, genau da. Ach ja, übrigens. Ja. Da ist auch noch was. Ich hätte es mir gedacht. Aber hey, eine Magnum, ne? Ja, hey, eine Magnum. Okay, ich guck mal, wie ich dich da retten kann. Ich muss mal kurz hier rumlaufen. Hey, was macht ihr hier oben? Oh, au. Ich renne im Kreis. Wow. Und mir wird so schwindelig. Da kannst du da gar nicht mehr raus. Ach. Was? Ich kümmere mich schon um die Leute hier oben. Ja, einen habe ich auch erledigt. Warte mal. Hey, ich bin jetzt auch hier. Einer? Okay, ich wollte sagen. Oh ne. Ja, was? Aber hey. Oh, eine Blendgranate. Oh, Geld. Okay. Oh Gott. Pass auf. Ja. Oh. Aua. Ja. Aua, der hat mich in der Wombo-Kombo gefangen. Da ist auch noch einer, das sind zwei.
Ja, ich gehe mal hier hoch. Wir kommen hier von allen Seiten. Jetzt. War keine Muni. Alter, wie können die durch diese ganzen Magnumschüsse noch stehen? Ja, nimm das. Oh, ich hab keine Muni. Ah. Oh, wo bist du? Ah. Puh. Steck dir was im Hals fest, warte ich. Ja, ich wollte sagen, Granate wäre jetzt nicht schlecht. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Das hat so gut wie Geist gemacht. Ah, da ist ein Kraut. Ja! Da liegt ein Kraut am Boden. Oh, ich hab ja, ich weiß. Ah, oh mein Gott! Ja, aua. Oh Gott! Unser Gott! Ich bin aufgeschmissen. Bist du? I'm coming! Ich glaube, der Raketenwerfer. Jetzt mal ein Ei. Warte. 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 Nein! Oh. Oh. Sehe ich gerade schon den Raketenwerfer? Die waren mir im Weg. Würdest du mir bitte helfen? Danke. Hey! Oh oh. Nein, da wollte ich gar nicht. Oh! Okay. Ja, das ich habe den Raketen. Ja, ich habe den Raketenwerfer zwar gerade verwendet, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ja. Ohne keine Sorge. Ja gut. Müssen halt nur, weiß ich nicht. Ein bisschen überleben. Ja. So, mal erstmal meine. Verbessern? Ich kann nichts verbessern. Nein. Oder kann ich was verbessern? Nein. Nein, ich will nicht verkaufen, ich will verbessern. Ja, schätze. So, erstmal Sniper abgegradet. Update. Hm. Oh nein, jetzt habe ich aber die Magnum nicht mehr, so eine Scheiße. Das heißt, ich muss sie neu holen. Ja, muss ja nur einsammeln. Ja. Aber warte mal, ich habe ja noch ein paar Minen. Ja, und Raketenwerfer kann man jetzt kaufen. Ah. Okay, ich bin fertig. Bist du auch fertig? Ja. Also genau, wofür ich meine Minen leisten nutze. Ja, für die beiden Dicken, ne? Ja. Da wo landen wir? Hier. Okay. Ich sammel das jetzt noch mal ein. Ja. Ich geh mal da oben hin. Ja. Und ich werde jetzt einfach im Kreis rennen. Wir haben ihn, Jungs. Schnappt ihn euch. Ich. Au! Ich habe gerade gemerkt, dass ich ja gar keinen Platz habe. Hey Leute, was macht ihr da oben? So. Da sind sie schon weg. Ja, würdest du kurz runterkommen? Ja. So. Warte, erstmal gebe ich dir Munition. Hier. Come on. Okay. Jetzt ja, Maschinengewehr. Okay. Kann ich's mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Na, ja, dann nehme ich die so lange. Ich habe den durch die Wand geschossen. So, warte mal. Okay, jetzt reicht's mir. Nein, warte, ich habe ja die Minen. Ach ja, stimmt, du hast ja die Minen. So, renn mal zurück ein bisschen. Bis zum Anfang am besten. Ja. Guck mal hier hin. Ich laufe! Oder da. Bin ich dann irgend so ein normaler, der da reinläuft. So. Wo sind die Dicken? Da kommen die. Und nochmal.
Ah. Nehmen wir noch. Pass auf. Oh nein, ich wollte den treten. Aua. Auch in der Animation drin. So, dann habe ich noch. Nee, habe ich gar nicht mehr. Ah, komm. Hallo, ich schieße die ganze Zeit in Kniescheibe rein. Nein. Nein, ihr seid Kniescheiben. Die bronzene Kniescheibe. Wie könnt ihr überhaupt noch stehen? Oh Gott. Out. Alter. Wer bist du? Nein. Nein, 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 nein. No, out. Oh. Da haben wir voll eine übergezogen. Ich war, wollte gerade helfen und dann hat er mich gepackt. Ich hab nur gesehen. Busch. Bereit. Nochmal. Warte, Moment. Ja. Yep. Okay. Damit ich die Magnum einsammeln kann. Hier. Also, vielleicht sollten wir erstmal woanders hingehen. Und irgendwie andere Leute erledigen. Ah ne, komm, die beiden Dicken zu erledigen, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Hier, ich renne im Kreis und gleich wird mir schlecht. Boah. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Na, warte, ich hab eine Idee. Ach, du bist schon fertig. Ja. Guck mal, wie kommt man da raus? Folge mir mal kurz. Mein nämlich, wenn ich mich nicht irre, irgendwo. Aber wir sollen hier oben erstmal hingehen. Weil wir können das hier runtertreten. Und jetzt lass sie mal hier hinkommen. So, dann warten wir, bis die Dicken hier hinkommen. Dann werfen wir da unsere Granaten hin. Nein, noch besser. Was denn? Wir fackeln. Gott. Da wollte ich nicht. Okay, da hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Wir sollten abhauen. Man konnte diese Fackeln da irgendwie so runtertreten. Das konnte man? Ja. Danke. Hey, na ihr Dicken. Komm. Der ist ja drüber gesprungen. Soll mal hier rüber springen. Lauf. Oh, der ist weg. Ja, den anderen auch. Den habe ich getroffen. Also ein Raketenwerfer, so oder? Ja, ich habe den Raketenwerfer benutzt. Oh. Scheißegal. Hauptsache, die sind weg. Hey, wir brauchen unsere Ruhe. Ich will mich hier in Ruhe umgucken. Na gut. Und außerdem, es gibt doch halt gibt immer noch dieses diese eine Sache, man muss es sich einfach machen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, muss man es sich einfach machen. Und hier ist übrigens rotes Kraut. Wir spielen auf Veteran. Und ja, halt einfach. Lass mich dir mal ein bisschen Munition geben. Kann ich nämlich die Magnum Munition mitnehmen. Das ist kein grünes Kraut. Du hast auch keinen Platz für Maschinengewehr-Munition. Du hast so viele Waffen, ne? Warte, hier. Jetzt kannst du mir die Maschinenmunition geben. Sechs. So, dann kann ich nämlich auch direkt nachladen und dann habe ich auch wieder einen Platz. Wann ist die Schutzweste? Normal ist die für normalen Schaden oder für Schüsse? Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene.
Oh, ist noch was. Der Gegner. Ich auch. Pistole, Munition. Ich hab keinen Platz! Aber. Sind die? Nein, nicht. Ich höre die, aber. Ich höre die auch. Nur ich sehe sie nicht. Warte mal, machen wir es mal so. Machen wir es mal ganz einfach. Ja, der läuft gegen die Wand. Oh nein, nicht schon wieder. Ja. Noch nicht schon wieder. Was hat der Einzige? Einfach gegen die Wand laufen. Nee. Also die KI von heutzutage ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Das sieht mir doch ganz nach einer Falle aus. Hol du es dir. Da war nur 50. 50 Kleingold. Boah. Boah. Magnum Munition. So. Endlich, jetzt habe ich auch irgendwie mal zum Schießen. Ja, noch mal knapp. Wollte schon sagen, hat er es vergessen? Ich? So. Nein. So, haben wir ja. Wir werden bestimmt die Gegner da reinlocken können. Ja. So. So, gehen wir weiter. So, hier müssen wir uns, glaube ich, trennen kurz. Oh, Junge. Weil einer von uns muss hier eine Brücke für jemanden machen. Und zwar hier. Okay. Das Tor geht nicht auf, es ist von der anderen Seite verriegelt. So. Und du musst da runter. Darauf hoffen, dass ich nicht loslasse. Nero, ich schwöre dir, wenn du loslässt. Ich sag nur, da kommt ein sehr pünktlicher Kontrollpunkt. Kontrollpunkt! Kontrollpunkt! Jetzt hätte ich eigentlich loslassen müssen. Oh, ich bin da nicht so. Ja, wollte schon sagen, so arschig bist du doch gar nicht. Dieser Kontrollpunkt ist so gut abgetimt. Oh, hier ist ein Käfer. Ja, ja, Schlange. Brauf. Brauf. Go, 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 ja. Go, 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 go. Oh. Ist ja gut. Kannst rankommen. Wait. Thanks. Okay. So. Hier unten liegt übrigens noch ein Ei. Hier liegen sogar noch mehrere Eier. Hier oben ist auch Zeug. Grünes Kraut, aber ich habe keinen Platz. Noch ein Ei. Ja, aber kein Platz. Warte, Moment. Jetzt habe ich Platz. Ich aber nicht. Man hätte es halt so machen müssen wie in Resident Evil 4. Ja, auch keine Option, wie wir da. Warte mal, gib mal kurz deine Eier. Für das hier. Das ist wie Tetris spielen. Man muss einfach nur die. Ja, Moment. Ich kann nachladen. Genau. Jetzt gebe ich dir die Eier zurück. Ja.
Dann kannst du das grüne Kraut mitnehmen. Ja, dann kann ich da verbinden, dann habe ich wieder Platz und, oh, und jetzt habe ich das Dokument gelesen, was ich nicht wollte. Gott. So viele Seiten. Und jetzt habe ich Platz. Jetzt kann ich Zeugs aufsammeln. Juhu, Zeug aufsammeln. Okay, wir haben jetzt mal nicht so. Es ist wie Tetris spielen. Du musst einfach nur immer gucken, wo alles reinpasst. Ja. Ja, nimm's mit. Oh. Warte mal. Ne, kann ich nicht. Verdammt. Na gut. Ja. Was hat der mit so lange dauern, ey? Aber müssten wir nicht gleich so langsam am Ende sein? Ja, ich glaube, der Aufzug hier ist das Ende. Aber ja, der Aufzug ist das Ende, aber warte mal. Bevor wir da reingehen. Ja, lass mal in die Höhle. Oder was auch immer da war. Ja. Oh, eine Maske. Ich habe eine Maske gefunden. Hat sie gehört jetzt mir. Jetzt kann Fasching ruhig kommen. Ja, jetzt kann Fasching kommen. Was ist, wenn ich von hier aus reinzoome? Nein, immer noch nicht. Na gut, dann geht. Come on. Beweg dich. Ich bin doch schon da. Haben wir es geschafft? Ja. Ja! Huhu, Ende des Kapitels. Mann, war das ein langes Kapitel. Sie können die Akte Chris Redfield im Archiv einsehen. Sie können jetzt in Albträumen verloren spielen. Ach, da war der DLC, von dem ich geredet habe. Ja. Aber ich würde sagen, machen wir so am Ende, weil die DLCs, die haben es in sich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube auch. Also wir erst das machen, wenn wir schon so ein bisschen eingeübt sind in das Spiel. Ja. Ja gut, dann machen wir jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, tschüss, Sikowski. Tschüss.